Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Meinen neuen Grill für meine neue Gartenküche, den Napoleon Phantom P500, den habe ich euch im letzten Video ja bereits vorgestellt. Was mir an diesem Grill nicht so gut gefällt, ist, dass ich für die Beleuchtung und für die Zünder eine Batterie benötige. Aus diesem Grund werde ich meinen Grill heute umbauen auf eine externe Stromquelle, auf 220 Volt. Alles, was ich dafür benötige, seht ihr hier schon neben mir. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Der Napoleon Phantom P500 ist ein Gasgrill. Das heißt, grundsätzlich funktioniert dieses Teil mit Gas. Und ein externer Stromanschluss ist gar nicht nötig. Aber dieser Grill hat eine elektrische Zündung für die Sizzle Zone und er hat beleuchtete Drehregler und die funktionieren mit Batterien. Schauen wir uns das mal genauer an. Der Knopf rechts an der Seite aktiviert die Beleuchtung. Wie ihr sehen könnt, alles in einem wunderschönen Blau. Sobald ich den Grill aktiviere, leuchtet der Regler rot. Gas läuft. Die Stromversorgung befindet sich in einer Batteriebox im Grill. Hier diese kleine Box. Die Box ist magnetisch, bleibt direkt am Grill hängen. Und hier drinne ist die Stromversorgung untergebracht. Diese Box werde ich jetzt umbauen und dafür nehme ich euch mit in meine Werkstatt. Zurück in meiner Werkstatt. Ihr habt hier die Batteriebox. So wird sie von Napoleon geliefert. Das Ganze ist über einen Stecker mit dem Grill verbunden. Das bedeutet, die Box kann jederzeit entnommen werden. In der Box befinden sich drei 1,5 Volt D-Batterien. Diese Batterien sind im Lieferumfang des Grills enthalten. Wie lange diese Batterien tatsächlich halten, kann ich nicht beurteilen. Mein Ziel ist es aber, den Grill fest in meiner Gartenküche zu verbauen und da möchte ich eine zuverlässige Stromversorgung haben und nicht auf Batterien angewiesen sein. Aus diesem Grund soll der Umbau erfolgen auf 220 Volt. Eine Ersatzpackung an Batterien kann nie schaden, aber die möchte ich in Zukunft einfach nicht mehr benötigen. Wie bekomme ich jetzt die 1,5 Volt mal 3 in diese Box, um anschließend den Grill zu versorgen? Die Lösung ist denkbar simpel, wenn man weiß, wie man es machen kann. Ich habe mir ein Adapter-Set bestellt. Was ihr hier seht, ist ein Trafo mit einem Schuko-Stecker. Der kann entfernt werden und wieder aufgesteckt werden. Das bedeutet, dieser Trafo ist auch in anderen Ländern erhältlich. Dieser Trafo hat eine Leistung von 4,5 Volt. 4,5 Volt entspricht genau der Leistung der Spannung, die durch diese drei Batterien erzeugt wird. Pro Batterie 1,5 Volt macht 4,5, hier auch 4,5. Das Ende von diesem Trafo wird an diesen Batteriedummy angeschlossen. Das Ganze schaut dann so aus. Und dieser Batteriedummy hat einen Minuspol, einen Pluspol und könnte dann direkt hier einfach nur verbunden werden. Ihr seht aber, dass dieser Pol bzw. diese Batterie nicht den Kontakt hat, weil dieser Dummy einfach zu klein ist. Denn diese Box ist für D-Batterien vorgesehen, das sind aber nur die Größe AA. Um das Ganze nun doch noch hinzubekommen, habe ich mir Batterievergrößerungs-Dummies gekauft. Size Spacer steht hier drauf. Und diese Adapter haben die Größe einer D-Batterie und können im Inneren aber eine AA-Batterie aufnehmen. Ich zeige euch das mal. Ich nehme diesen weiteren Dummy, stecke den hier rein. Das klickt kurz ein und dann kann ich den direkt hier einsetzen. Ne, Minus auf Minus, Plus auf Plus. Und das hält. Das gleiche mache ich jetzt mit diesem auch. Und der kommt dann so rum rein. Die Links für den Dummy, für den Adapter,
als auch für diesen Trafo. Den findet ihr übrigens unter dem Video in der Videobeschreibung. Jetzt wird es spannend, denn hier wird ja dann der Strom weitergegeben an den Grill. Das Ganze jetzt ein bisschen aufpassen, dass das hier nicht wegklemmt. Das werde ich jetzt hier einsetzen. So, ein bisschen seitlich. Und die Box wieder zuklappen. Durch das Flachkabel gibt es hier keine Probleme und dann ist das Ganze schon fertig. Ab, raus an den Grill und jetzt probieren wir aus, ob das Ganze auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich bin zurück am Grill. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Box jetzt einfach mal hier unten aufgelegt. Hier ist das Kabel, hier ist das Kabel, was vom Grill kommt. Den Trafo selber habe ich noch nicht eingesteckt und ich habe eine schaltbare Steckdosenleiste hierher gelegt, um einfach zu zeigen, dass das Ganze auch tatsächlich funktioniert. Ich werde nun zunächst dieses Kabel verbinden mit diesem hier. Mache ich es einfach mit einer Hand, ist verbunden. Und anschließend den Stecker in die Steckdose. Ihr seht, da passiert noch nichts, gar nichts. Nun werde ich die Steckerleiste einschalten. Ihr seht es jetzt hier leuchten. Der Grill ist immer noch aus und wir schalten ihn ein. Und das Ganze leuchtet wieder im wunderbaren Blau. Und wenn ich den Grill starte, wird das Ganze wieder rot. Und das Ganze nun ohne Batterien über 220 Volt Strom. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Auch der Zünder für den Backburner als auch für die Sizzlezone funktioniert. Die werden ja auch über die Batterie betrieben. Und ich mache jetzt noch eins. Die Box selber wird ja wieder hier einfach hinten an die Magnetwand angeklemmt. Und damit die Stromzufuhr überhaupt funktioniert, damit ich das Kabel hier reinbekomme, kann man ja hier das Ganze öffnen. Dieses Stückchen passt durch die Öffnung hier hinten, durch die Lüftungsgitter durch. Da werde ich mir das durchschieben und kann dann von außen ganz einfach eine Steckdosenleiste oder einen festen Stecker anbringen und habe keine Hemmnisse mehr, diesen Grill fest in meiner Gartenküche zu verbauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt ein paar nützliche Tipps mitgenommen. Die Links zu den Produkten, die ich hier verwendet habe, die findet ihr unter diesem Video in der Beschreibung. Vergesst nicht ein Like, wenn es euch geholfen hat. Gebt mir ein Abo, um die folgenden Videos nicht zu verpassen. Und ansonsten sage ich Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.